wieder einmal geht die Sonne in San Francisco auf. Wir warten auf unseren kleinen Bus, dann geht es Richtung Moritz und Sausalito. Moritz und Sausalito. Das ist unser Bus. Oder auch nicht? Nein, doch nicht. Ja, wann unser Bus kommt, keine Ahnung. Wir gehen auf jeden Fall in den Moritzpark, das sind ja diese Mammutsbäume. Das sind Mammutbäume. Und Sausalito ist noch so eine, man kann sagen, eine Altstadt. Eine kleine Altstadt. Das ist sowas wie Ford. Unser Experte. Ford, Altstadt, irgendwo. Der war letzten Monat schon hier. Was? Nein, war ich nicht. Wie? Verdammt. Naja. Und ja, gut, nehmen wir euch mal mit auf den heutigen Ausflug. Los geht hier rein. Wir haben gerade mal einen Zwischenstopp eingelegt, bevor wir hier weiterfahren nach Sausalito. Übrigens, die Reihenfolge hat sich geändert. Erst Sausalito, dann Moritz heißen die übrigens. Und das hier ist das San Francisco Palace of Fine Arts. Wenn ich das richtig gesagt habe. Gerade gegen das Licht, das ist gar nicht so gut. Moment, hier werden gerade Fotos gemacht. Ja, ich mache ein Foto. Nee, ich brauche kein Foto, ich mache ein Video. Vielleicht gleich. So, ich gehe jetzt mal ganz kurz hier runter. Ja. Was hatte die Reiseführerin gesagt? Die Säulen drumherum, die sind in Rot gefärbt, weil die den die Redwoods damit repräsentieren wollen. Aber es sieht echt gar nicht mal so verkehrt aus. Und mitten in der Stadt hätte ich damit jetzt nicht gerechnet, dass sie so einen Teil hier stehen haben. Sieht schon nice aus. Und nun wird die Reise weiter fortgesetzt Richtung Sausalito. Ich hoffe, ich weiß nicht, ob wir noch einen Zwischenstopp machen, könnte sein. Auf jeden Fall geht es gleich über die Golden Gate. Es könnte sein, dass wir in der Golden Gate noch mal einen Zwischenstopp machen. Ansonsten könnte sein, ne? Glaube ich nicht. Ich glaube, wir fahren jetzt. Auf jeden Fall darüber und dann Sausalito und dann wir uns. Wir sind jetzt hier in Sausalito angekommen. Das da ist so die Stadt, wenn man es gerade erkennen kann. Und ja, wir laufen hier gerade mal so ein bisschen an der Küste Sausalitos rum. Genau. Mega geil. Es ist viel zu heiß. Ja gut, die Sonne knallt ein bisschen, aber ganz ehrlich, für den Ausblick, da hinten San Francisco, hinter dem großen Schiff. Der große Frachter blockiert ist. Da hinten Alcatraz. Wenn man sie überhaupt erkennen kann, wo ich hier hinzeige, ich weiß es gar nicht. Aber die Aussicht ist mega. Gehen wir mal hier zu Chris. Und das hier ist Panorama, Chris. Er macht lieber dann Panorama. Ja, danke. Du kannst es nicht machen, hast du es verkackt. Oh, da wäre fast die Kamera weg gewesen. Da hinten hast du es verkackt? Nein, das ging nicht. Der bewegt sich immer gerade und der sagt jedes Mal, nach unten bewegen. Ich gehe mal wieder nach unten. Soll ich doch nach unten gehen? Okay. Siehst du, es geht nicht. Wir haben jetzt Zeit bis 10:30 Uhr. Davon sind 10 Minuten schon mal um. Erstmal zum Weg jetzt. Wir haben Zeit bis 10:30 Uhr. Erstmal zum Weg jetzt. Wir wollten mal so Richtung Gebäude, ne? Ja, das können wir, ja. Nachdem Panorama Chris sein Panorama gemacht hat. Das ist jetzt Panorama Chris. Wir sind jetzt angekommen in dem Moritz Park und ja, es sieht mal so komplett anders aus als in jedem anderen Wald, oder? Ich habe gerade gesagt, es sieht komplett anders aus als in jedem anderen Wald. Ja. Das ist schon. Ja, vor allem, dass das Ding gerade in einem Canyon ist. Einfach nur geil. Ja, die sind schon groß. Die Anfahrt war schon gut. Ja, die Anfahrt war auch sehr gut. Schön durch die Canyons, mega Aussicht. Ich habe leider nicht so viele Fotos. Ich hoffe, ich kriege noch ein paar Fotos zugeschickt, die ich dann einblenden kann. Mhm. Oder Chris? Mhm. Dann kann ich nämlich jetzt gerade noch ein paar zeigen. Aber ganz am Anfang habe ich nicht so gute Fotos gemacht. Wenn, da wärst du ruhig noch am besten, als wir ganz oben waren. Wir fahren ja auch wieder zurück. Ja, aber dann kannst du die machen. Dann ja. Okay, und nur ein paar Aufnahmen.
wollten jetzt die 45 Minuten, die wir hier nur haben, ein bisschen ausnutzen und einen größeren Weg durch den Wald gehen. Und Christians erste Frage, nachdem wir den Weg gesehen haben mit Treppen, sollen wir da lang gehen? Und nicht nur so, nein, wir haben aus Japan gelernt. Jetzt gehen wir hier gerade einen anderen Weg im Wald lang, weil wir den halt unbedingt nehmen wollten. Und mich wundert es schon, dass wir so seit gefühlt 10 bis 20 Minuten gar keine Menschenseele mehr gesehen haben. Und es ist wieder mega steil. Und es ist sehr warm. Also Japan Remember. Ich glaube, man hat Fahrer. Weißt du noch, ich habe doch in Teneriffa einen Flashback eingeblendet, ne? Soll ich jetzt einen Flashback vom Flashback machen? Würde passen. Naja. Jetzt müssen wir hier den ganzen Weg wieder runter und das. Also in 45 Minuten sind wir jetzt bis irgendwo da hinten hochgerannt. Und jetzt müssen wir eine halbe Stunde den ganzen Weg wieder runterrennen. Plus den Souvenirshop noch abgraben. Oh Gott, Hilfe! Also Michi ist ja schon mal vorgegangen. Also Michi, wenn du das hier siehst und wir es nicht mehr geschafft haben. Identifizierungsbitte. Du weißt, wo wir sind. Wir sind übrigens zurück von der Tour. Ich fand irgendwie so 90 Dollar für 4 Stunden, für ein 4-Stunden-Programm, bevor man 1,5 Stunden selber zu Fuß unterwegs ist, nicht gerade so optimal. Naja, jetzt gehen wir noch essen. Tschüss Alex. Wir gehen jetzt noch essen und mehr steht heute eigentlich auch nicht drauf. Den Check-in für den Flug morgen nach Vegas haben wir auch schon gemacht. Morgen sind wir schon in Vegas. Mhm. Morgen leben wir wie die Könige in Caesar Palace. Also wie die unterste Kategorie der Könige, weil wir ja das billigste Zimmer haben. Aber wir sind im Caesar Palace. Geil. So, leben wir dann quasi nicht wie König, sondern wie Fürst? Kann man so sagen, ja. Fürst Michi, Fürst Chris und Fürst Mario. An? Nicht, okay. Der ist schon weg. Na gut, jetzt geht's nochmal essen. Und dann geht's morgen nach Vegas. Juhu! Okay? Okay? Für dich geht's nicht mehr nach Vegas. Wir sind nun soweit. San Francisco ist weitestgehend abgehakt. Nun geht es weiter, nachdem wir durch den Sicherheitsbereich durch sind, Richtung Las Vegas. Sehen wir uns nachher wieder. Ciao. Wir sind nun angekommen in Las Vegas, haben schon ein Uber bestellt oder bestellen noch oder irgendwie sowas. Ja. Haben bestellt. Wir sollen ja auf Level 1 zur Parkgarage. Level 1? Level 1 sieht nur hier aus, weil hier ist Second in die Richtung. Okay, wir sind da. Wir sind dann raus, dann geht's zum Hotel. Darauf freue ich mich schon ganz besonders. Wir sind da. Ja, wir sind gerade noch hinten Fotos machen, aber alter Schwede, ich komme gar nicht drauf klar. Wir sind nun in unser Zimmer angekommen. Ach du Scheiße. Und das ist er. Ein Spiegel mit Bildschirm. Und das ist... Nein. Das hier sind unsere Betten. Wie im vorherigen Hotel 2-2. Hier wird wieder gekuschelt. Ja, ein Fernseher. Große Arbeitsfläche. Dann gehen wir erstmal Richtung Badezimmer. Ich habe die Aussicht aus dem Fenster auch noch nicht begutachtet. Was haben wir hier? Wir haben ernsthaft einen Spiegel mit Bildschirm. Das ist ein ziemlich basic Ding. Aber trotzdem geil. Okay, Dusche. Was haben wir hier? Ah, Scheißhaus.
Das ist wahrscheinlich ein Regal. Das ist nur ein Regal. Na klar, hab ich so gesagt. Warum nicht? Da ist mir hier am Fenster und der nimmt mir gerade den Platz weg, weil ich den nicht aufnehmen will. Perfekt. Okay, die Aussicht ist jetzt gerade nicht so berauschend, aber man sieht die ganzen anderen Hotelkomplexe. Alles dieser Palace. Und in die Casinos, weiß ich, also ich denke mal nicht, dass wir heute noch in... Wir gehen heute noch in die Casinos.